Ja, das ist einfach daheim. Ja, Berg, Schnee zum Teil. Das gibt mir einfach ein Gefühl von Freiheit auch und von, wo man ein bisschen runter kommt. Man hat eine Ruhe, man hört das Wasser plätschern oder die Vögel. Ja, und das ist einfach, ja, die Natur, die tut mir einfach gut. Die Möglichkeiten hier bei uns im Etztal, man kann angefangen bei den Ski, man kann aber mit dem Radl ins Tal fahren und dann mit den Ski im Bergau gehen. Da bin ich sehr, sehr froh, dass ich die Möglichkeiten habe. Die Strecke in Tokio ist natürlich sehr anspruchsvoll, weil es einfach die Sprünge sind, ja, bis zu 1,80 Meter groß und du musst wirklich weiter springen und du musst wirklich ein gutes Radlgefühl haben. Es sind die weltbesten Athleten drüben und da wird dann ausgematcht, wer schnellste ist oder nicht. Wenn ich eine Startnummer oben habe, dann gibt es bei mir leider allem volle. Und ja, ich weiß nicht, das ist einfach in mir so drin. Und dann wird einfach der Gashebel gedrückt und dann geht's los. Ich möchte nach dem Rennen sagen, ich habe wirklich mein absolutes Limit aus mir rausgeholt. Ich habe alles gegeben, was gegangen ist. Und ich glaube, jeder Athlet geht zur Olympia, damit er eine Medaille holt. Und genauso gehe ich in die Olympischen Spiele. Das ist wie ein Kraftplatz im Prinzip. Ja, man saugt die Energie auch. Wenn man dann die Berge sieht, dann geht es gleich um viel besser als halt bei mir. Also. Ja, ich habe davor eigentlich nie Sushi gegessen, aber ich habe es mir dann ja in Tokio getestet und es schmeckt gar nicht so schlecht. Ein Kaiserschmarrn, das muss immer dabei sein.